Guckt euch Jessie an. Ich bin heute ein Jahr alt geworden. Ja, Jessie ist heute ein Jahr alt geworden. Fail des Tages. Ja, today is the day. Jessica wird heute 31 Jahre alt. Ich muss mal kurz gucken, sie ist gerade ins Bad gegangen, dass ich noch eine Kleinigkeit vorbereite. Oben hängen schon die Luftballons für sie, 31. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Und so sieht's dann aus. Klein, aber fein. Ist immer schwierig, einen auf Weltreise richtig groß zu überraschen, ohne dass der andere es mitbekommt, dass man was kauft. Aber ja, ein paar Sachen haben wenigstens hingehauen und dann machen wir uns heute einfach einen super schönen Tag. Und als Überraschung kriegt sie noch den nächsten super schönen Tag von mir in Thailand geschenkt. Oh, danke. Was ist das denn? Crazy Coconut. Achso, geröstete Chips, ja. Ne? Und das? Wo hast du die denn her? Wer war das? Hammer. Lecker. Cool, danke schön. Bitte, bitte. So, wir sind jetzt on the road. Also der Roadtrip startet jetzt. Es geht los, endlich. Ich musste ja wirklich, wie Daniel gestern schon gesagt hat, 3 Jahre lang drauf warten, weil ich halt unbedingt in den Westen wollte. Und mein größtes Geschenk ist es einfach, dass wir hier sind. Also ich brauche nichts Großes zum Geburtstag oder so. Also das ist mein Traum gewesen, einmal im Westen von Australien zu sein. Und ja, jetzt machen wir es tatsächlich. Und ich weiß noch, wie schwer es damals war, als ich einsehen musste, dass es wirklich keinen Sinn mehr hatte. Und Daniel meinte, es ist, glaube ich, besser, wenn wir jetzt gehen. Und es war so schwer für mich, das einzusehen. Aber ja, jetzt sind wir heute hier und boah, krieg ich eine Gänsehaut. Das ist so schön. Das ist echt das schönste Geburtstagsgeschenk, dass wir wieder hier sind. Ich habe das natürlich vor 3 Jahren alles schon geplant, dass es heute ein Geburtstagsgeschenk wird. Also. Genau, ja. Und ja, wir fahren jetzt Richtung Norden und fahren ganz hoch bis nach Exmouth. Der erste Stopp von uns ist heute die Lanzelin Sanddünen. Und dann geht es noch zu den Pinnacles. Genau, dann fahren wir erstmal hoch. Und dann haben wir noch vor, wieder zurückzufahren und etwas in den Süden, also nach Esperance. Und dann wieder zurück nach Perth. Also wir haben uns viel vorgenommen und möchten auch viel sehen. Ja, und wir freuen uns einfach. Es ist richtig schön. Dort hinten kann man jetzt auch so Selfboards mieten, aber wir lassen das heute, also wir haben jetzt keine Lust da drauf. Gucken wir uns einfach mal so die Sanddünen an. Ja, sieht schon mächtig aus. Vor allem, hier heizen voll viele mit ihren dicken Geländewagen durch. Also das wäre eher was für mich, glaube ich. Für mich nicht. Also der Sand hier, die Dünen, die sind so weiß, dass es irgendwie nicht nachbearbeitet oder so. Vor allen Dingen, wenn wir die Sonnenbrille runter machen, dann kann man kaum gucken, weil es einfach so blendet. Ja, und der Sand ist gar nicht so heiß, wie gedacht, oder? Nee, gar nicht. So, wir laufen gerade am Strand entlang und wen finden wir? Nadja und Rudi, 2 Leute aus unserer Community. Das ist echt krass so. Desto weiter wir reisen, desto größer die Community wird. Wir treffen echt immer Leute, die uns kennen und die einfach mit uns reisen. Das ist so genial. Und ja, die beiden sind jetzt schon ein bisschen länger hier, wollen 2 Jahre den Trip machen in Australien. Seid gerade am Arbeiten, wa? Ja. Ja. Bis jetzt läuft alles gut, besser als bei uns damals. Ja, von daher wünsche ich euch noch eine gute Zeit auf jeden Fall. Danke. Ja, danke. Und euch auch. Danke. Thank you.
Wir haben ja jetzt zum Start des Roadtrips ja gesagt, dass wir uns... Ach, Fliege schon mal. Ja, passend, Fliege. Wir haben ja zum Start des Roadtrips jetzt erzählt, dass wir uns so Fliegenkopfnetze gekauft haben, halt zum Schutz vor den Fliegen, weil die echt in alle Körperöffnungen rein wollen. Und damit ihr uns glaubt, dass es hier mal ein paar Fliegen mehr gibt, das ist jetzt der Beweis. Zieht euch das mal rein. Alles voller Fliegen. Ist so heftig. Ja, und guckt euch Jessie an. Ich bin heute ein Jahr alt geworden. Ja, Jessie ist heute ein Jahr alt geworden. Fail des Tages. Zur Geburtstagsüberraschung gab es ja eigentlich Luftballons heute für sie. Habe ich, glaube ich, heute Morgen auch gefilmt, oder? Ja, hast du, ja. Wo du auf Toilette warst, genau. Und jetzt eben waren wir am Auto und ich habe vorne das Auto auf und hinten. Und dann ging auf einmal ein Windzug durch, da ist die Nummer 3 weggeflogen. Ja. Richtig fies, ja. Ey. So ein Mist. Ja. Erstens nicht schön für die Umwelt. Und zweitens, ja. Es meckert ihr jemand, das war keine Absicht wegen dem Plastik. Ich spring da noch hinterher und ich denke, ich kann so das Band packen dreimal und dann war er weg. Ja, es war traurig, ich war auch ein bisschen traurig, Daniel war auch enttäuscht, aber wir haben gesagt, wir sind gesund, wir können reisen, das, ne, was halt wichtig ist im Leben. Ist zwar jetzt schade gewesen, aber es hatte halt eine schöne Bedeutung für mich jetzt, eine 31. Dabei zu haben. Ballon zu haben und damit ein Foto zu machen, aber... Ja. Aber andererseits jetzt... Ein Leben, genau, ne? Man hat ein Leben und einen Geburtstag und man soll das eine Leben genießen. Deswegen ist die 1 auch ganz passend. Und ich zeige euch noch mal kurz das Auto, es werden immer mehr fliegen. Boah, ekelhaft. Es ist echt heftig, hier unten auch. Das sieht man gar nicht am Schwarzen, aber alles voll. Heftig. Ich glaube, wir hatten gerade gar nicht erzählt, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt bei den Pinnacles. Das sind diese ganz bekannten Limestone-Säulen, die aus dem Boden rauskommen. Das sieht total urig aus, weil irgendwie weiß man, glaube ich, gar nicht, woher es genau kommt. Und die sind bis zu 4 Meter hoch. Hier ist immer noch alles voller Fliegen. Ja. Und ja, da machen wir uns gerade auf den Weg hin. Haben wir jetzt am Parkplatz geparkt. Ich fühle mich wie so ein Pferd. Ja, echt, so müssen die sich fühlen. Und gerade kam uns auch ein Typ entgegen, der war schon total vermummt mit Tüchern um den Kopf. Sah ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, er wäre sehr intelligent, das zu machen. Wir hätten auch besser unsere Fliegennetze, glaube ich, gerade aufgesetzt. Ihr könnt im Übrigen auch mit dem Auto hier durch die Pinnacles fahren. Jedoch wird empfohlen, dass man das mit einem Four-Wheel-Drive macht. Bei gutem Wetter ist es wohl auch mit einem normalen Auto kein Problem, obwohl einige Streckenabschnitte ein bisschen sandig sein sollen. Und da es bei unserem Auto auch verboten ist, dass wir auf Sand fahren, wandern wir jetzt erstmal ein bisschen hier durch und kämpfen halt so mit den Fliegen. Aber hier stehen halt auch genügend Autos, wie da vorne, wo Leute hier durchfahren. Und ja, die Pinnacles hier, die stehen im Nambung Nationalpark. Und Eintritt kostet hier normalerweise 12 Euro pro Auto. 12 Dollar. Oder 12 Dollar, genau. Und ja, wir haben ja letztens diesen Nationalparkpass gekauft, der hat, glaube ich, 45 Dollar gekostet. Und da haben wir jetzt in ganz, ganz viele Parks halt den Eintritt mit drin. Müssen also nicht jedes Mal bezahlen und haben so eine Menge Geld gespart. Und wenn ihr den Wanderweg geht, so wie wir, dann habt ihr hier solche Pins im Boden, oben mit so einem Fuß drauf vom Känguru. Und dann seht ihr, hier zeigt der Pfeil nach rechts, da dann immer lang gehen. So hat man eigentlich eine Orientierung hier im Park. Und sieht auf jeden Fall richtig stark aus, den ganzen Felsformationen. Ich habe auch eine dabei. Ja, du hast auch einen Felsen. Zack. Ein Jahr alt, mein Baby. Ein Jahr. Ein Jahr. Also, es gibt eine Theorie, wie die ganzen Kalksteine hier entstanden sind. Und zwar vor 500.000 bis 50.000 Jahren. Boah, diese ganzen Fliegen. Man kommt gar nicht hier zum Reden. Und ja, die sind halt eventuell aus dem Sand von den Wanderdünen hier entstanden und den Muscheln. Ja, die zweite Theorie besagt, dass die Kalksteine eventuell aus den Büschen und Bäumen entstanden sind, die in den Dünen wachsen. Aber ja, wie es genau passiert ist, weiß man nicht. As long as you can show me a good time, I don't care. Oh, 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 oh.
Fliegen. Ja, der Herr der Fliegen. Ich habe den ganzen Rucksack voller Fliegen. Keine Ahnung, ob da gerade was am Verfaulen ist. Nee, ist nur Technik drin. Was uns aufgefallen ist hier im Westen von Australien bis jetzt, ist wirklich, dass man gar nicht wirklich viele Touristen sieht. Also man sieht mehr Asiaten, aber die leben zum Großteil ja auch wirklich hier. Aber sonst, wie gestern zum Beispiel auch auf dem Campingplatz, da waren ganz, ganz viele Locals, also Einheimische. Weil die sind ja überhaupt die Übercamper, muss man ja sagen. Ihr fährt ja fast hier im Camper rum, wenn man es mal übertrieben darstellt. Aber echt wenige, wenige Touristen. Wir sind zurück im Auto, haben uns endlich vor den Fliegen gerettet. Aber ihr glaubt gerade nicht, wie viele Fliegen ich alleine noch am Rucksack hängen hatte. Richtig heftig. Und jetzt machen wir uns erst ein paar Brötchen, denn unser Hummus muss weg. Wir haben uns erst im eiskalten 1 Kilo Pot Hummus gekauft. Und haben uns da vielleicht ein bisschen mit übernommen. Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich so ein Ding, wie sie sonst in Frittenbuden stehen haben oder in Dönerbuden, wegen Falafel oder so. Ja, guten Hunger. Guten Appetit. Wir sind jetzt auf dem nächsten Campingplatz angekommen. Das ist der Juryan Bay Tourist Park. Und ganz witzig im Hintergrund für alle Familien. Hier gibt es ein riesig großes, wie nennt man das? Trampolin. Springkissen oder so. Trampolin irgendwie nicht so richtig. Ja, irgendwie sowas. Aber haben die Kinder richtig Fun. Ja, dann haben wir jetzt hier 32,50 für die Nacht bezahlt in Dollar. Und mit Strom dabei und Wasser. Und ist am Meer gelegen. Und das gucken wir uns jetzt auch noch direkt mal an. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier, auch sehr, sehr windig und extrem kühl auch dadurch. Hätte man nicht gedacht, weil jetzt eben, wo wir überall waren, da war es richtig heiß gewesen. Und ja, hier ist echt frisch gerade. No ties. No price.